Hallo, auf vielfachen Wunsch, mal ein kurzes Video, wie man Windows XP in VirtualBox installiert. Windows XP hat natürlich keinen Support mehr, keine Sicherheitsupdates, kann deshalb normalerweise nicht mehr sicher verwendet werden im Internet. Ich bin hier unter Linux, zeige ich gerade, Name, NSA, ein bestimmtes Linux-Kernel, NSB Release-A, hier unter Xubuntu. Das funktioniert hier auch unter anderen Linux-Versionen. Wieso könnte man Windows XP noch weiter benutzen wollen? Unter folgender Grundvoraussetzung könnte man es noch weiter benutzen wollen. Zum Beispiel, wenn man der virtuellen Maschine, die wir jetzt mit VirtualBox erzeugen, dann keine Netzwerkverbindung geben. Ne? Dann ist das so, als hätte man einen PC, der keine Internetverbindung hätte, den wir jetzt simulieren. Unser echtes Linux hat natürlich eine Internetverbindung. Aber das virtuelle, gedachte, simulierte Windows XP hätte dann keine Internetverbindung. Und dann kann man das ruhig nochmal verwenden. Aber wie gesagt, bitte dann nur ohne die Option Internet. Zeige ich. So, Festplatte. Jetzt wird es interessant. Wir simulieren ja nur eine Festplatte, auf die wir Windows XP installieren wollen. Die wird nur simuliert. Das ist wichtig zu wissen. Weil bei der Installation werden wir gefragt, ob wir die nicht partitionieren wollen und formatieren wollen. Da kriegen die Leute sonst Angst. Die echte Festplatte würde gelöscht. Nein, diese virtuelle Festplatte existiert auf unserer echten Platte nur als Datei. Wir nehmen eine feste Größe. Feste Größe, ich sag jetzt mal, ja, 20 GB, das sollte langen. Und dann gehen wir auf Erzeugen. So, haben wir das erledigt, machen wir die wohl wichtigste Einstellung dieses Videos. Wieso wichtigste? Netzwerk. Wir wollen, dass XP, das keine Sicherheitsupdates mehr kriegt, nicht im Netzwerk haben, weder verbunden mit NAT, noch Netzwerkbrücke, noch bla bla bla. Wir tun so, als hätte der gedachte virtuelle Computer überhaupt keine Netzwerkkarte eingebaut. Auch kein, ja, falls vorhanden, WLAN oder so. Möchten wir nicht. Warum nicht? Ist nicht mehr sicher. Gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wissen die Windows-User selbst am besten. Gut, okay. Das, wie gesagt, weiß ich nochmal drin. Also Netzwerk deaktiviert. Nichts mehr. Netzwerk. Bitte. Anzeige. Grafikspeicher können wir dem ein bisschen mehr verpassen. Jedenfalls könnt ihr noch, wenn ihr Probleme haben solltet, später noch Beschleunigungsoptionen einstellen. Vielleicht auch diejenigen, die irgendein kleines Spielchen probieren wollen. Würde ich aber nicht empfehlen. Im System könnt ihr dann gegebenenfalls auch noch mehr CPUs, also mehr Prozessoren, zuordnen, falls euch das zu langsam läuft. Wir machen mal Start, normalerweise. Aber wir haben doch eins vergessen. Wir brauchen natürlich die XP-CD. Massenspeicher. Gut. Auch hier, weil es alles schon schön simuliert ist, haben wir ein leeres CD-ROM-Laufwerk. Gut, habt ihr die Original-CD zur Hand, könnt ihr die hier dann entsprechend einlegen. Ihr solltet dann euer Host-Laufwerk finden. Oder so wie ich habe eine ISO-Datei. Ne? Könnt ihr mit dem Brennprogramm eine ISO-Datei auch einlegen, das geht. Ihr könnt im Nachhinein auch noch mehr Festplatten hinzufügen. Oder. Okay, also das langt jetzt erstmal. Wir tun so, als hätten wir einen PC, der keine Netzwerkkarte hat, also nicht mit dem Internet verbunden ist. Und in dem liegt jetzt die Installations-CD drin und der hätte eine gedachte Festplatte, die überhaupt nicht existiert, sondern nur als Datei. Deshalb können wir diese gedachte Festplatte hinterher auch lockerflockig formatieren. Gut, jetzt sieht das alles verdammt klein aus, ne? Gerade wenn man einen großen Monitor hat, ich habe hier 27 Zoll. Gehen wir mal auf Anzeige Vollbild, ne? Host und F. Host ist Steuerungstaste. Rechts sieht man da unten Host und F. Nicht mehr Host und Steuerung rechts. Vollbild könnte man einschalten. Oder den skalierten Modus wäre vielleicht noch besser, ne? Anzeige skalierten Modus, ne? Dann kann ich das hier schöner zeigen. Dann sieht man auch, ich bin tatsächlich unter Linux. Kann hier dann rumzerren und mache mir das so groß. Gerade bei diesen textbasierten Menüs
sieht man das besser. Eingabe fortsetzen. F8 muss man drücken, sonst geht auch gar nichts. So, und hier sieht man also eine Festplatte. Das ist unsere gedachte 20 GB Festplatte. Deshalb habe ich auch genau diese Größe genommen. Dass man sieht, das ist unsere gedachte Festplatte. Da braucht ihr jetzt keine Angst haben, dass eure echte Festplatte formatiert wird. Ihr seht, die gedachte Festplatte hat überhaupt keine, ja, Masterboot-Record und keine Partitionen. Deshalb E-Partition erstellen. Und Partition in folgender Größe erstellen 20 GB. Ne? Also die volle Größe können wir dann nutzen. Enter. Eingabetaste. So, Fabrik neu. Sieht man auch daran, das ist eine simulierte Festplatte. In Wirklichkeit haben wir überhaupt keine Festplatte zusätzlich in unserem PC. Das passiert alles dank VirtualBox, alles nur in einer Datei. Mit unserer echten Festplatte passiert nichts. Eingabetaste zum Installieren. Partitionieren mit dem NTFS-Dateisystem, die Installation wie gewohnt. Sieht so aus, als würde jetzt Windows XP auf unserer Festplatte installiert. In Wirklichkeit passiert das ja alles nur in einer Datei, ne, wird formatiert. Wäre das eine echte Festplatte, dann würde jetzt das Betriebssystem die Grätsche machen. Tut es aber nicht, es passiert alles nur in einer Datei auf unserem Rechner. Passiert gar nichts, ne? Wir simulieren nur als ob. Und der Rest der Installation wie unter XP gewohnt. Anschließend werden wir gleich noch die Gasterweiterung installieren, damit wir gescheiten Grafikkartentreiber haben. Das machen wir nach der gewohnten Installation von XP, brauche ich euch nicht weiter zu erklären. Ich springe jetzt mal in der Zeit. So, mittlerweile ist das virtuelle XP installiert. Dass das tatsächlich ein virtuelles XP ist, sieht man beispielsweise. Ich habe hier zum Beispiel unter Linux Compiz installiert und kann natürlich zum Beispiel den 3D Cube immer noch verwenden. Also Linux ist das Hauptbetriebssystem, der sogenannte Host. Ne? Und ich kann das XP also lockerflockig hier weiter benutzen. So, wir sehen, wir haben das XP. Wem? Ja, der Computer ist eventuell gefährdet. Nee, der ist ganz sicher gefährdet, wenn ihr nämlich ins Internet geht. Ne? Der Computer ist nicht eventuell, der ist ganz sicher, weil Windows XP keine Updates mehr bereitstellt. Noch nicht einmal mehr Sicherheitsupdates. Das ist ganz sicher. Und deshalb auch keine Netzwerkverbindung. Gut, Tour wollen wir nicht durch Windows XP. Ja, freischalten müssten wir. Ne? 30 Tage für die Aktivierung. Wenn euch 30 Tage langen, um das Programm mal zu testen, dass ihr unter XP noch ausführen wollt, dann ist das gut. Wenn euch die Grafikauflösung nicht gefällt, dann müssten wir jetzt mal die rechte Steuerungstaste und C drücken, um hier oben wieder in das Menü von VirtualBox zu kommen und dann die Geräte Medium mit Gasterweiterung einzulegen. Wir tun so, ja, wir tun so, runterladen. Ihr sagt doch, der hat doch gar keine Internetverbindung. Das ist von Linux. VirtualBox will Gasterweiterung herunterladen, was eigentlich nichts anderes ist als ein Treiber, ein Grafikkartentreiber, damit unser echter PC noch besser reden kann mit dem simulierten Windows XP. Und die Gasterweiterung laden wir mal runter und installieren die dann. So, wie wir sehen, unser virtuelles XP hat also keine Internetverbindung. VirtualBox, also das Programm, das jetzt mit dem virtuellen PC redet, hat die sogenannten Gasterweiterungen von unserem Linux-System aus heruntergeladen und auf unserem lokalen Rechner, auf unserem echten Host gespeichert und sagt jetzt einbinden. Der tut so, das ist auch eine ISO-Datei, der tut so, als hätte unser Windows XP eine CD eingelegt. Das kann man schön simulieren. Und dann denkt Windows XP, ich hätte eine CD eingelegt. Ne? Wunderbar. Weiter. 3D-Unterstützung könnt ihr später probieren. Lasst es erstmal weg, falls euer Programm ohne Direct 3D nicht funktioniert. Dann könnt ihr es später nochmal probieren. Ich gehe nochmal auf den skalierten Modus momentan, damit man das besser sieht hier im Video.
Die Gasterweiterungen, die jetzt auf der simulierten Installations-CD existieren, können wir mal kurz zeigen. Start. Wir haben doch sicher hier den Arbeitsplatz. Und hier sieht es so aus, als hätte ich hier ein Laufwerk D. Ne? Habe ich aber in Wirklichkeit gar nicht. Das wird nur so getan, als ob in Wirklichkeit ist das die ISO-Datei, die auf meinem Linux-Rechner liegt. Und der installiert jetzt quasi den Grafiktreiber. Man kann eine virtuelle Maschine Installation fortsetzen. Man kann die virtuelle Maschine übrigens schmerzfrei neu starten, ohne dass sich der echte Rechner neu startet. Habt ihr sich ja schon bei der Installation gemerkt. Windows wird runtergefahren. Ja, das simulierte Windows. Mein echter PC schmiert natürlich nicht ab. Ne? Der hat auch ein simuliertes BIOS, mit dem man da reinkäme. Ja? Reinkäme. Ihr seht, alles funktioniert wunderschön. Ich kann also das simulierte Windows XP hoch und runterfahren. Der Computer ist nicht eventuell gefährdet, weil wir keine Netzwerkverbindung haben. Sieht man nach unten. Wir haben kein Netzwerksymbol hier. Anzeigeeinstellungen sind momentan noch sehr niedrige Stufe. Tour wollen wir immer noch nicht. Gasterweiterungen sind installiert und jetzt sollten wir bei der Darstellung Einstellungen auch eine höhere Bildschirmauflösung einstellen können. Sagen wir mal übernehmen. So. Ja, jetzt kann ich mit Steuerung rechts und C meine Anzeige vom skalierten Modus wieder befreien. Das ist jetzt also die echte Auflösung, die jetzt Windows XP denkt zu haben. Mache ich das einfach größer, übernimmt es automatisch dann die Einstellung, die ich mit der Maus gezogen habe. Also die Grafikeinstellung simuliert dann VirtualBox für uns. Wunderbar. Also wir haben ein Windows XP, bei dem wir natürlich nicht den Internet Explorer verwenden. Und genau das hier wollte ich. Ne? Der Computer hat keine Verbindung zum Internet. Wunderbar. Ja. Jetzt könnt ihr sagen, ja, kann ich ja gar nicht dann freischalten. Doch, konnte man eigentlich auch schon immer. Entweder gibt es diverse Anleitungen, die sind aber nicht immer unbedingt legal. Wobei das ja, okay, ist mittlerweile ja nicht mehr unterstützt. Das auch so freizuschalten, gab es ja schon immer. Oder ihr ruft da an, also ruf mich an. Freischalten konnte man schon immer, auch ohne, dass man eine Internetverbindung hatte. Es gab schon immer PCs ohne Internetverbindung und Laptops und so weiter vielleicht. Und deshalb kann man das auch so freischalten, wenn man es denn will. Oder man nutzt es halt 30 Tage, installiert es dann neu. Und die Dateien, die man gegebenenfalls ablegt, könnte man dann später sich ein richtiges Laufwerk F zum Beispiel anlegen, eine zweite simulierte Festplatte. Oder man legt die Dateien, die man erzeugt, zum Beispiel angenommen, ich würde jetzt Excel auch noch installieren, legt man auf einem gemeinsamen Ordner ab, zusammen mit der virtuellen Maschine. Hier kommt irgendwas mit Freischalten. Wie gesagt, da gibt es dann immer noch alternative Methoden, das über das Internet zu aktivieren, machen wir nicht. Nein. Alle paar Tage mal, ja, hier, Windows telefonisch über den Kundendienst aktivieren. Na, da kriegt man telefonisch den Freischaltcode. Ne, ging schon immer. Wunderbar. Ich fahre jetzt mal das virtuelle XP runter. Ausschalten. Und gehe dann nochmal in VirtualBox. Wir könnten uns natürlich einen gemeinsamen Ordner noch anlegen, ne, damit man noch gemeinsam eine Datei hat zwischen dem echten Linux-System und den nur getanen XP. Zum Beispiel den Download-Ordner wird sich zum Beispiel anbieten. Automatisch und permanent, aber nicht nur lesbar. Ne, da soll man auch schreiben können von beiden Seiten aus. Okay, dann starten wir das nochmal. Schauen wir mal, ob wir den gemeinsamen Ordner wiederfinden. So, hier sieht man nochmal, das passiert alles nur auf einer virtuellen Festplatte. So, wir hätten also den Download-Ordner. Da habe ich einige Dateien schon drin und die könnte ich jetzt mal vielleicht auf meinem Windows XP haben wollen. Der Computer ist immer noch nicht gefährdet, der kommt ja nicht ins Internet. Gut. Hier sieht man nämlich Downloads auf
VirtualBox Server E und da kann ich diese ganzen Sachen nutzen. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Speichern kann man auch. Dann braucht man nicht immer wieder hoch und runter fahren. Und wenn ihr von der Festplatte, von der virtuellen, eine Kopie machen wollt, dann geht das natürlich auch. Und tschüss.